So, schönen guten Tag. Und zwar habe ich seit einigen Jahren schon das Problem, dass mein Computer natürlicherweise ausfriest oder einfach abstürzt. Das heißt, das Bild bleibt hängen oder das Bild hat plötzlich Mega-Grafikfehler oder das Ding stürzt einfach ab. Die Lösung für das Ganze ist einerseits, wenn man Garantie hat, einen Computer austauschen zu lassen, beziehungsweise eine der Grafikkarten austauschen zu lassen. Die alternative Lösung, die ich habe, ist, dass ich mir den GFX-Card-Status heruntergeladen habe und der löst quasi das Problem. Das heißt, dank diesem kann ich entscheiden, okay, der Computer läuft nur auf einer Grafikkarte, der Intel HD Graphics und nicht auf der anderen. Und wenn ich das eingestellt habe, gibt es kein Freeze-Out mehr. Bei mir zumindest. Und zwar ist ganz wichtig, dass hier immer so ein Häkchen steht. Das heißt, der automatische Wechsel ist, glaube ich, natürlicherweise eingestellt. Und jetzt, wenn ich den Computer hochfahre, dann habe ich eben den automatischen Wechsel drin. Bei mir ist es so, dass ich das Programm komplett beenden muss und dann wieder starten muss, damit ich die Möglichkeit habe, das Häkchen hinzumachen. Und zwar sieht das wie folgt aus. Ich muss das Ganze beenden und dann starte ich das Ganze wieder. Bumm, ja. Und hier habe ich dann, wenn ich dann draufklicke, dann schaltet es automatisch auf D um. Da muss ich schnell sein, auf integriert. Gut. Und jetzt habe ich gar nichts angeklickt. Ja, gar keinen Haken. Und jetzt muss ich ein bisschen warten und dann gehe ich auf integriert nochmal und dann erscheint der Haken. Vielleicht hilft euch das weiter, wenn irgendwie der Computer ausfriest. Total bescheuert. Habe ich jetzt nicht gesagt. Ja, das ist meine Lösung des ganzen Problems. Viel Spaß. Ciao.